Hallihallo. Hallihallo, ich muss erstmal die Musik runter machen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, was ich gelegentlich mal mit euch spielen möchte. Und Spieleliebhaber kennen dieses Spiel. Ich habe es auch jetzt in der ganzen letzten Woche angekündigt. Und wir fangen hier jetzt an mit Age of Empires, aber mit der HD-Edition von Steam, die ihr dort hier momentan bekommen könnt. Ja, allgemein bekommen könnt. Momentan ist es noch im Steam-Sale, im Summer-Sale gewesen. Na, jetzt nicht, nee, jetzt, wenn ihr das Video seht, ist es nicht mehr drin. Und wir werden erstmal ganz einfach mit der Lernkampagne anfangen, damit wir alle Kampagnen einmal durchgespielt haben. Wir werden natürlich auch gelegentlich mal ein Geplänkel anfangen und erstmal hier ganz easy von vorne anfangen. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Sie beginnen ganz bescheiden mit einem kleinen Dorf in der dunklen Zeit. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Doch der Weg ist nicht immer leicht. Skrupellose Feinde und Rivalen treten ihnen entgegen. Uneinnehmbare Festungen müssen zerstört, Tyrannen zu Fall gebracht werden. Und mit Geschick und ein wenig Glück gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert. Wenn Sie lernen möchten, wie Imperien erschaffen werden, unterstützen Sie unseren ersten Helden, William Wallace, bei seinem Aufstieg. Von den bescheidenen Anfängen an. Ja, ich werde diese Einführung einfach mal so laufen lassen. Weil der verstorbene König von Schottland keinen Thronfolger hinterlassen hat. Von Süden her kündigt sich ein Krieg an. Edward I. Longshanks, der habgierige König Englands, ist inzwischen von seinen erfolgreichen Feldzügen zur Eroberung von Wales und Frankreich zurückgekehrt. Als Longshanks seine Aufmerksamkeit auf Schottland richtet, verbreitet sich im schottischen Hochland Furcht und Schrecken. Die Engländer verfügen über Tausende von walisischen Langbogenschützen, Hunderte von berittenen Rittern und Dutzende von Belagerungswaffen. Wir Schotten haben nur eine Bande unausgebildeter Soldaten, die noch nicht einmal in einer geraden Reihe marschieren können. Wir müssen jetzt schnell handeln. Wenn wir überhaupt eine Chance zum Widerstand haben, dann nur, wenn wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein Heer aufstellen. Also ihr seht schon, ziemlich viel Gerede und Geplänkel, aber ich lasse das einfach mal für die Liebhaber und vor allem auch für die... Und es ist an der Zeit, zurückzuschlagen. Aber wenn wir sie besiegen wollen, muss jeder von uns lernen, zu marschieren und zu kämpfen. Folgen Sie dem Weg bis zur blauen Flagge. Klicken Sie zuerst auf den Soldaten. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich hier die Musik einmal wegmachen muss. Die darf ich nämlich leider nicht verwenden. Da werde ich mir was überlegen müssen. Ah, jetzt ist... die muss ich nochmal wieder wegmachen, die Musik, weil die darf ich hier nicht benutzen. Der ein oder andere von euch wird sie erkannt haben. Na, wir werden erstmal hier unseren Soldaten zur Fahne bewegen. Ja. Gut, begeben Sie sich jetzt zur nächsten Flagge. Klicken Sie auf den Soldaten und rechtsklicken Sie dann neben die Flagge. Ausgezeichnet! Um zur nächsten Flagge zu gelangen, müssen Sie durch das schwarze Gebiet marschieren. Wenn Sie sich in das schwarze Gebiet hineinbewegen, wird mehr von der Landkarte aufgedeckt. Der schwarze Bereich steht für nicht erkundetes Territorium. Das ist schon alles. Gehen Sie jetzt zur nächsten Flagge und Sie werden auf ein paar verbündete Soldaten treffen. Also hier wird ziemlich viel geredet, deswegen bin ich auch jetzt relativ leise, das wird nachher weniger. Aber ich möchte halt einfach diese ganzen Spielszenen schon da lassen, wo sie jetzt sind, weil... ich finde das einfach enorm wichtig. Wenn Sie all Ihre Soldaten auf einmal bewegen möchten, können Sie neben die Einheiten klicken und durch Halten der Maustaste einen Rahmen um sie herumziehen. Rechtsklicken Sie dann, um die Einheiten zu bewegen. Versuchen Sie, die Soldaten zur nächsten Flagge zu bewegen. Für Liebhaber ist es einfach ungemein schön, das Ganze nochmal zu erleben. Haben Sie alle Ihre Einheiten bis zur Flagge geschafft? Die Straße vor Ihnen wird von einem englischen Außenposten kontrolliert. Scrollen Sie zum Außenposten, indem Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen. Klicken Sie dann auf den roten Außenposten. Gut so.
Scrollen Sie jetzt zurück, bis Sie Ihre Soldaten wiedersehen, indem Sie den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand bewegen. Wählen Sie die Soldaten aus, indem Sie neben sie klicken und einen Rahmen um sie herumziehen. Folgen Sie der Straße, die zu dem Außenposten führt. Jetzt ist der Moment gekommen, ihn niederzureißen. So, dann machen wir den mal weg. Das ist ja die Mission. Ich glaube, jetzt greife ich den mal ganz einmal ein bisschen vor. Aber wie gesagt, Age of Empires ist schon ziemlich alt, habe ich als Kind gespielt. Jetzt klicken Sie auf den Außenposten, um ihn anzugreifen. Ja, machen wir. Und es ist ein Liebhaberspiel. Es ist zeitlos, es macht immer wieder Spaß, das Spiel anzufangen. Ich bin nicht der Vollpro da drin. Ich kann es zwar spielen, ich weiß auch, wie es funktioniert, aber ihr werdet bestimmt auch oder die ein oder andere Niederlage von mir hier erleben während dieses Let's Plays. Und mit der Musik, das machen wir in der nächsten Folge. Ich darf halt nur die Musik, die ich jetzt verwendet hatte, nicht verwenden. Das sollte die englischen Angreifer aufhalten. Folgen Sie dem Weg zum Dorf. Vielleicht hat der ein oder andere von euch erkannt, was das für eine Musik war. Könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, können wir uns sogar diskutieren. Ich finde die Musik eigentlich klasse. Aber ich darf sie halt nicht verwenden. Warten Sie! Die Engländer sind wütend, weil sie ihren Außenposten zerstört haben. Sie kommen, um Ihr Dorf anzugreifen. Nur keine Panik. Klicken Sie nur auf Ihre Soldaten und rechtsklicken Sie dann auf die roten englischen Soldaten, um diese anzugreifen. Wenn Sie die feindlichen Soldaten besiegen, haben Sie Ihre erste Schlacht gewonnen. Gut gemacht. So. Jetzt wissen Sie, wie Sie gegen das englische Heer ankämpfen können. So, dann haben wir das... Eine Errungenschaft sogar, Gegner der Briten haben wir freigeschaltet und wir gehen jetzt auch in die zweite Mission. Den Laufspiel beenden, okay. Laufendes Spiel beenden, okay. Ja, und dann gehen wir in die zweite Mission. Schottland verfügt nun über Soldaten, wenn es auch nur wenige sind. Wollen wir jedoch dem habgierigen Eduard den Ersten entgegentreten, so brauchen wir wesentlich mehr Rekruten und auch viel mehr Gold in unseren Truhen. Die alten Steine und Eichen, die uns umgeben, werden schon bald vom Blut der Clansmänner getränkt sein. Ja, was ist schon mit Einladung? Ja, und die nächste, jetzt lernen wir die Versorgung des Heeres. Voller Magen marschiert sich besser. So oder ähnlich lautet ein altes Sprichwort. Meine Clansmänner sind schon immer Bauern gewesen und haben seit Jahrhunderten Schafe gezüchtet. Es ist jedoch etwas ganz anderes, ein Heer mit Proviant zu versorgen. Ohne einen funktionierenden Handel werden die kümmerlichen Streitkräfte, die wir zusammengewürfelt haben, bald wieder auseinanderbrechen. So, ein neues Spiel wird gestartet und auf in die nächste Mission. Um das schottische Heer unterstützen zu können, müssen sie ihre Vorräte an Rohstoffen aufstocken. Um gewinnen zu können, müssen sie 50 Nahrungseinheiten, 50 Holzeinheiten und 50 Goldeinheiten sammeln. Klicken Sie auf einen Dorfbewohner, um Nahrung von einem Bärenstrauch zu ernten. Rechtsklicken Sie dann auf einen Bärenstrauch in der Nähe der blauen Flagge. Ja, das haben wir schon erlebt. Im Statusfeld im unteren Teil des Bildschirms können Sie erkennen, wie viel Nahrung der Dorfbewohner trägt. Der Dorfbewohner sammelt so lange Nahrung von einem Bärenbusch, bis er 10 Nahrungseinheiten hat. So, die trägt er dann in die Dorfmitte. Der Dorfbewohner wird für sie weiterarbeiten und die Nahrung in das Dorfzentrum transportieren. Die Nahrungsmenge, über die sie verfügen, wird in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt. Zusätzlich zu ihrem Nahrungsvorrat sehen sie ihren derzeitigen Vorrat an Holz, Gold und Steinen. Das sehe ich hier oben. Je mehr Dorfbewohner sie haben, desto schneller können sie Rohstoffe sammeln. Weisen Sie Ihre Dorfbewohner an, Nahrung zu sammeln. Alle? Nein. Doch, machen wir einfach mal alles. Wir machen einfach mal das, was er sagt. Und dann ist auch gut. Dauert zwar ein bisschen, ist auch ein bisschen langweilig mit anzuschauen, aber das wird noch interessanter. Da kann ich euch versprechen. Jetzt wollen wir erstmal die 50 Nahrung zusammenbekommen. Also sehen wir, dass wir hier unten alle auch nochmal einzeln auswählen können. Hier gibt es auch noch ganz viele Funktionen, die werden wir auch noch zusammen entdecken und verstehen. Ich bin nämlich nicht mehr so hundertprozentig sicher, was dort was war. Aber wie gesagt, das ist schon ewig her, wo ich das Spiel gespielt habe. Großartig.
Sie haben jetzt 50 Nahrungseinheiten. Zum Gewinnen brauchen Sie außerdem 50 Holz- und 50 Goldeinheiten. Klicken Sie zuerst auf einen Dorfbewohner und rechtsklicken Sie dann auf einen Baum, um Holz zu sammeln. Jetzt haben die Freunde natürlich auch noch Nahrung teilweise dabei, oder? Nee, haben sie nicht. Okay, ich war eigentlich der Meinung, dass sie die Nahrung auch behalten. Also so haben wir auf jeden Fall unsere 50 Holzeinheiten zusammen. Das können wir jetzt auch wieder hier unten sehen. Und danach können wir 50 mal Gold und dann haben wir das schon mal fertig. Und dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Und ob es weitergeht. Wenn Sie bisher noch kein Gold gefunden haben, dann suchen Sie in dem Gebiet, das Sie noch nicht erkundet haben. Da haben wir doch Gold. Sie haben Gold gefunden. Ach, wir haben nur 20 Holz. Können die nur 5 Holz tragen? Nein, 10. Aber wieso haben wir jetzt nur 20 Holz bekommen? Dann müssen wir gleich wohl nochmal los Holz sammeln. Ah, sie sammelt ja noch, das ist ja nicht das Problem. Dann lassen wir die erstmal Gold sammeln. Wie viel Gold hast du jetzt mitgebracht? Gar kein Gold. Hm? Achso, jetzt hat's. Jetzt. Das war ja Baum. Also Holz. Baum. Das war Baum, sagt er. So, dann haben wir das gleich erledigt. Also ich möchte mit euch auf jeden Fall die ganze Kampagne durchspielen. Das ist nun mal die erste Kampagne. Vor allem, ich habe auch die ganzen Addons mit Sale gekauft und die werden wir natürlich auch alle erkunden und miteinander durchspielen. Sie haben jetzt genug Gold. So, einmal. Das ist der richtige Weg, um eine Stadt zu bauen. Die Ziele haben sich geändert. Da müssen wir mal gucken. Sie haben gewonnen. Okay. Laufende Spielbeenden. Jawohl. Seinem schlichten Ruf gemäß hat Edward der Erste in Wales, England und Frankreich seine militärische Taktik demonstrieren können. Sie ist äußerst wirkungsvoll, wenn auch grausam und unbarmherzig. Er ist in der Tat ein fürchterlicher Feind. Die Engländer haben die Stadt Berwick-upon-Tweed geplündert. Ich würde es eher ein Massaker als einen Kampf nennen. Wenn wir unser Heer nicht bald aufstellen, wird es weitere Gemetzel geben. Ich bete, dass wir vor Longshanks eintreffen, damit fertig sein werden. Ja, das waren die ersten zwei Missionen. Wir sehen auch schon, dass die Schwerter jetzt hier nicht mehr farbig sind. Das heißt, wir haben diese Mission erfüllt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ihr Spaß damit hattet, dann lasst mir ein Abo da. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Und Kommentare, immer sehr wichtig für mich als kleines Feedback. Und vor allem ist in dieser Woche noch die Abstimmung fertig, was wir in der nächsten Woche als Spiel der Woche jeden Tag spielen quasi. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, nicht Woche. Bis dahin, ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.